24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Boom. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rise, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 8. Folge des YPC Bank 2023. Heute geht es weiter mit der zweiten Hälfte des ersten Angeltages in Gruppe D und bis hierhin war es ein Spektakel. Jonas Töllner ist momentan Tabellenführer. Der Norddeutsche aus dem Quantum-Team hat schon 4 Fische und alle 3 Arten mit 2 weiteren beliebigen maßigen Wertungsfischen. In den nächsten 75 Minuten würde er sogar Mark Patschowskis Full-Card-Zeitrekord unterbieten. Anders als in Gruppe B lief es aber auch dahinter sehr beachtlich. LMAB-Produktentwickler Enrico Di Ventura fehlen momentan nur noch ein Hecht und ein beliebiger Fisch zur Full Card. Florian Hassenflug von Stroft hat bereits 2 Zander und einen Hecht in der Wertung. Und Dietmar Isaias konnte mit einem 45er Barsch und einem 66er Zander die beiden punktstärksten Fische der Gruppe keschern. Für YPC-Newcomer Alex Drappas von Berkeley und den Headbanger-Lures-Repräsentanten Frédéric Chollien lief es hingegen noch nicht so rund. Beide warten noch auf ihren ersten Wertungsfisch des Tages. Zumindest Alex scheint aber weiterhin erstmal kein Glück zu haben, denn offensichtlich hängt er irgendwo fest. Oh. Ja. Was ist das Asp? It shouldn't do that. Fuck, why did I leave the net over there? Unconventional landing, but we've got it. Oh, fuck. So it's spiky, it's not super big, but it's my first ever competition fish. That's what it is. Super nice fight, and I feel so stupid that I left the net over there. But that is the sort of beginner's thing that I have. So we'll put a really quick measure on it. Oop. Try to get it as flat as possible. And then we go. Is that, this is straight, right? So yeah, it's 70, 71. 71. Yeah. Thank you so much. You're my favorite pike in the world. It was hooked, like with the drop shot, you almost always hook the fish in the corner of the mouth. So there's not a lot of chance of it biting through, but at one point it was stuck on the other side of the mouth. I was like, oh, let a little bit of line out, and it was nice. So yes, first fish of the day. No blank today, that's important. That was my goal. Now let's improve the goal to 2 fish. Yeah. Yeah, so first goal is achieved. First goal is 1 fish, second goal is 2 fish. Let's go. Leichte Abzüge in der B-Note, aber mal ehrlich, ganz egal auf welchem Niveau, beim Angeln läuft selten alles wie gewünscht, selbst wenn Kommentarspalten bisweilen anderes suggerieren. Aber genug dazu. Gratulation an Alex zu seinem ersten YPC-Hecht, mit dem bei diesem Köder nicht unbedingt zu rechnen war. So, I was just telling you that I switched down to an even smaller bait, and the objective is to try and match the bait fish that were there. And we've been fishing this spot for maybe 20, 25 minutes, and it was literally the first cast on the small vamper that just took it.
And it was a really weird bite because I was stuck on a stone, on a rock, just in front of the shore. And I saw a flash, and we'd seen a big asp hunting here. And I actually thought it was a big asp that took it. But it was the pike, and it took the tungsten weight out of the rock and just went for it. So yeah, super nice, that's one. Hats. I'm fishing with an Eon, Abu Garcia Eon rod. And it's a super light spinning rod. And it's got a very, very sensitive tip. So that makes it perfect for fishing with the drop shot. You can give really good action with minimal movement. And it also allows the hook to set better in the fish's mouth. I've paired that with an Abu Garcia Revo Alex, which is one of my favorite reels. And I've got the Berkley Sick Braid on it. It's available in a few colors. I'm using the red one on this one just purely because red is my favorite color. Ja, ich höre gerade, Alex Drappas hat seinen ersten Hecht heute gefangen, Petri Heil. Ich glaube, da werden wir noch einiges sehen von dem. Der kennt sich hier sehr gut aus, das ist ja so ein bisschen seine Home Country, wobei da wird er, glaube ich, erst übermorgen fischen, dann in seine Home Zone. Richtig starker Typ. Das Bauchgefühl ist manchmal ganz wichtig. Ich dachte mir, 1,5 Stunden jetzt im Auto sitzen, das wird nicht viel bringen. Es ist gerade eine relativ gute Beißphase, man sieht, die anderen fangen ja Fisch, also warum soll ich nicht auch Fisch fangen? Deswegen kurze Planänderung, wir sind in einem Poldersystem, wenn hier ein bisschen versuchen, einen Hecht zu erwischen, denn der fehlt mir noch, dann habe ich wenigstens alle 3 Fische und dann kann ich mich in aller Ruhe auf die Zusatzfische konzentrieren. Aber der Hecht, der macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, auch im Training. Ich habe zwar gute gefangen, aber trotzdem, der hat immer am längsten gedauert und deswegen schauen wir mal, ob wir das hier geregelt kriegen. Fisch. Schöner. Vielleicht 60. Ich habe mir gedacht, ich fisch mal weiter außen, weil die sich jetzt vielleicht doch aus dem Flachen rausgezogen haben. Ja, der kann 60 haben. Oh, Leute, das glaubt ihr nicht. Guck mal hier. Nicht zappeln. Nicht zappeln. Ich weiß, dass du zappeln willst. 62. Hier ist er. Über 0,5. 61, 62. Jo. 62er Zander, Leute. Ja, voll geil. So, schnell zurück mit dem Kamerad. Da musst du hin, genau. Let it rain. Also ich habe gedacht, dadurch, dass es jetzt doch nicht so stark windet, wie eigentlich vorhergesagt, ziehen sich die Fische wahrscheinlich aus dem Flachen, weil die Sonne steht jetzt wirklich brutal hoch, ziehen sich die Fische wahrscheinlich aus dem Flachen auf die Außenkanten. Und genauso war es. Ich habe einen sehr, sehr weiten Wurf auf die Prallseite, einen sehr, sehr weiten Wurf in die Flussmitte gemacht. Mit der Prallseite dann praktisch zum Buhnenkopf gefischt. Und ich denke, so 5-6 Meter unterm Buhnenkopf unten auf der Außenseite kam dann der Biss. Richtig sauber, richtig abgedrückt. Zum Köder muss ich nichts sagen, glaube ich. Sage ich trotzdem. 9 cm Bleakshad in der Farbe Galaxy. 10 Gramm Bebleit, schön leicht. Ja, das ist einfach bei dem Wetter, ist das, es geht nicht besser. Wirklich, wirklich geil. 5. Fisch auf dem Scoreboard. Ich reporte den jetzt mal schnell. Und dann überlege ich mir mal, wie es weitergeht. Jetzt riecht es auch bei Enrico schon vor Mittag verdächtig nach Full Card, obwohl es mit dem Hecht wohl höchstens im hinteren Buhnenbereich klappen könnte. Sein bisher größter Zander beschert ihm erneut die Führung. Wie lange hält sie diesmal? Fisch. Oh, vermutlich ein kleiner Zander. Ja. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel gucken. Ja, wieder so ein 40er. Schnell zurück, schick Mama. Fische sind auf dem Gebiet hier auf jeden Fall. Nur, obwohl, nee, wir können es nicht beschweren, der Barsch war genau das, was ich hier wollte. Aber auch ein maßigen Zander. Ja, Leute, wir sind jetzt hier
an eine Schleuse gefahren, an ein Sperrwerk. Wir werden es jetzt hier noch mal im trüben Wasser auf Zander probieren. Die Sonne ist schon recht hoch. Das trübes Wasser oft nicht schlecht. Vielleicht geht hier noch ein großer Barsch. Den Spot kennt ihr vielleicht. Der wurde beim YPC schon öfters gefischt. Auch sehr erfolgreich. Manchmal auch nicht so erfolgreich. Deswegen schauen wir mal, was geht. Ich werde erstmal mit Dropshot starten. Hab dafür auch wieder meine Lieblingsschnur drauf. Die Stroft E3. Und fische das Ganze hier an der Bullseye Sniper 265. Mit einem kleinen BKK Dropshot Haken. Und hier so einem V-Tail von Nace. Das ist halt wirklich immer schade, wenn man an solche Angelspots kommt und ihr seht, dass hier liegen noch die Köderfische montiert, Posen liegen hier rum, alles Müll. Das ist natürlich blöd, wir nehmen das jetzt mit, die schmeißen wir wieder rein und entsorgen das zu Hause. Ist kein Wunder, dass immer mehr Zäune gebaut werden an Gewässern, wenn wir Angler uns so verhalten. Deswegen nehmt euer Müll mit nach Hause. Ist wirklich kein Aufwand. Wie Didis gute Tat hätte auch Flohs vorbildlicher Einsatz einen Fisch verdient. Erstmal rappelt es aber schon wieder woanders. Barsch würde mehr Radau machen. Ist aber maßig. So, der ist maßig. Auch die Scale trocknet hier recht schnell. So wie unsere Haut. So, was haben wir denn hier? 48. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, gut. Was brauchen wir? Einen Fisch noch für Full Cut und Upgrade. Also, wenn dieses Eichhörnchen nicht langsam genug hat, ist es vermutlich stoffwechselkrank. Ein unfassbarer Auftakt. Mit Ausnahme von Fred bleibt es aber auch bei den anderen selten lange ruhig heute. Ganz wichtiger Fisch für mich. Vor 12 alle drei Fischarten. Jetzt kann man wieder ein bisschen relaxter zur Tat schreiten. Also nochmal vielen lieben Dank für all die, die Daumen gedrückt haben. Strategisch einwandfrei von Didi. Und was betont werden muss, nach diesem Fang hat der Routinier jetzt bei Zander, Barsch und Hecht jeweils das punktstärkste Exemplar in der Wertung. Rosige Aussichten für die verbleibenden knapp anderthalb Angeltage. Alex führt sein Spothopping derweil in urbanere Gefilde. So you might ask why the big rod in this small ditch. But in pre-fishing, and you will see that they've all gone. But in pre-fishing we actually caught quite a few nice pike here. So the main point here is to catch a pike. And hopefully there are some big perch in here. But one of the things that I will do if I'm using the lighter rod is get a steel wire on. So as you can see, there's a lot of there's not a really soft background underground to put the fish on. So I've brought a big unhooking mat, and it might be a little bit overkill, but better safe than sorry. Because the last thing that we want to do is damage a fish. Fisch. Geh mal vom größeren Zander aus. Yes. Ja. Bam.
bam, 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 bam. Yes. Jetzt kommt endlich mal ein vernünftiger Zander raus. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Haken wir schon raus. Gut, wo ist er? Ach, da oben. Yes, 60. 61. Ja. Geil. Ja, Mann. Neuer Rekord. Nach Marks Turbo Full Card in Gruppe B war eigentlich nicht daran zu denken. Aber Jonas braucht tatsächlich noch mal 19 Minuten weniger als der Ilex-Profi. Chapeau zu dieser sensationellen Leistung. Ähnlich wie die Hessen neigen allerdings auch die Norddeutschen nicht gerade zu Überschwang. So, wir haben noch nicht mal Mittag rum. Full Card ist drinne. Kleinzander, die müssen ersetzt werden. Also der 43er und was war das andere? 48er, die müssen auf jeden Fall raus. Dann sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Traum wäre jetzt ein großer Barsch oder halt auf jeden Fall 50 plus Zander. Wir haben noch Zeit. Ich werde hier auch noch das Ding tot angeln. Also ihr müsst hier erstmal nicht her. nee, das ist der Plan. Die jetzt gerade auch noch ein Hecht gefangen. Ich glaube, der hat das auch alle drei Spezies. Wird spannend auf jeden Fall. Also ein paar Leute hauen gut was raus. Also Enrico auch wieder ein 60er Zander oder sowas. Wird nicht so leicht, aber bei mir läuft es auch ganz gut. Stark, Herr Töllner. Ich will nicht sagen, ich hatte es fast erwartet, aber ich hatte es fast erwartet. Stark und starke Karte auch. Gut. Oh no, same. Yeah, I think I don't even have to measure it. Not the size, but I keep fishing. There are some small fish. I know there's perch also in between. So let's hope for a bigger Zander and perch. Ja Leute, die erste Halbzeit des Tages ist quasi rum. Und drei Fische konnte ich bis jetzt fangen. Es ist ein bisschen tricky heute. An dem einen Spot wurde gemäht, an dem anderen Spot war erhöhtes Wasser und die Schleuse war ganz offen. Das heißt, wir hoffen jetzt, dass unsere zwei, drei Spots, die wir noch haben, Fisch liefern. Sonst werden wir noch mal ganz schnell das Gewässer wechseln und einen anderen Fluss abfischen. So. Mal schauen, ob was geht. Es ist 12 Uhr, drei Fische bis zur Mittagszeit, perfekt. Jetzt habe ich noch den restlichen Tag, um weitere drei Fische zu fangen. Ich denke mal, ich werde zum Kanal zurückfahren, einfach Strecke machen, auf das Risiko hin, auch wenn ich vielleicht nichts mehr fangen sollte. Aber wenn, dann kommt da meistens ein guter Barsch und vielleicht sogar auch noch ein Zander raus. Komm, jetzt zeig schon her. Alter, sehen die krass aus. Ich hab's dir doch gesagt. Ja gut, dann lass uns los. Die Leute brauchen das Zeug.
Gute Neuigkeiten. Die Online-Angelschule Anglerschmiede ist seit kurzem Teil der Hecht und Barsch-Familie und deswegen geben wir einen aus. Wer jetzt seinen Angelscheinkurs auf anglerschmiede.de bucht, bekommt diesen quasi umsonst. Denn mit dem Gutscheincode HUB bekommst du ein Raubfischset im Wert von 150 Euro einfach kostenlos dazu. Mach jetzt deinen Schein, krieg dein Angelset nach Hause geschickt und leg sofort los. Wir sehen uns am Wasser. Be good. I don't know what it is. Doesn't fight. Maybe it's just dirt because it doesn't really fight. Yes, yes, it's fighting. It's fighting now. It's fighting now. This one, I get it far away, really far away behind the drop. Yes, sizable. This one is a size. Yes, yes. Never give up. Man. Yes. 50. Ah, yeah, 51. Right? This one, that's a new start. Woo. He took it on the fall, so it was really strange, and it's a lot of stream coming out. So at the beginning I was like confused because no edge egg, nothing. So yeah, 51, let's make a report. Es geht doch. Fred sammelt die ersten Punkte und zündet im Tabellenkeller zumindest mal ein Teelicht an. Eine gute Gelegenheit, seinen eigentümlichen Köder vorzustellen. I wanted to show you our rig, the Bunger Reeb. Yeah, it's really a nice bait because you see there's just ribs on the body. So the body is very light, very like eatable. It's really cool because it's a lot of motion on the water and you can rig it, of course, on a hooker head. But here I want to cast far away, I want the distance. So I'm going to use jig heads, different weight depending on the current. But yeah, check it out at your local dealer because this is really a cool grub. Very, very flexible, much more than the usual grub. So check it out. Fisch. Barsch, glaube ich. Oder ein Mini-Mini-Mini-Zander. Barsch. Aber auch kein riesengroßer. Eieiei, muss ich sie wirklich messen. Na, ist zum Glück schon ausgehakt. Oder? Ja. Wenn der den 46er Zander raushaut, ne? Oh Gott. Das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt mit den Barschen heute. Enrico ist peinlich berührt. Alex würde sich über so einen Barsch zum jetzigen Zeitpunkt nicht beschweren. The thing that worries me is that we don't see any bait fish jumping or that sort of stuff. And that sort of tells me that unfortunately, the fish have moved on from here. So we're going to a few bridges now close by. Nah, we're just gonna go by car. Ist auch nicht so groß, ey. Ich glaube nicht, dass der 43 übertrifft. Alter, die Skate muss auch wirklich nass gemacht werden, sonst wären die da drauf gebraten. Ja, 45. Also 44, ja, fast 45, ist auch sogar nach 45 dran. Ja, ich wollte upgraden.
was war das jetzt, 43 jetzt zu 45, also 2 cm. Mal einen Faktor von, weiß ich gar nicht genau, geht. Schnell zurück mit ihm. Der kleine Böse. Backlash written on me, card dropping on a glass bowl, I've been ballin'. Bring my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown. Ja, Fisch, Barsch. Bitte bleib dran, mein Freund. Bitte bleib dran. Jawohl. So. Ein kleiner Flussbarsch. Haken ist auch schon raus. Hauen wir den mal schnell auf die Matte. Ein kleiner, aber immerhin. 29, genau. Hoppale. Gewissen wieder auf die Hechtrute. Mit einer schönen E3. Ne, mit der Zanderrute. Mit einer schönen E3 drauf von Stroft. Herrlich, was ein schöner Fisch. Dritter Zielfisch für Flo, der damit an Dietmar vorbei auf Platz 3 marschiert. Apropos marschieren. Didi hatte angekündigt, Strecke am Kanal machen zu wollen. Seine meist untrügliche Intuition hat ihn aber jetzt doch woanders hingelotst. Doch, kleine Planänderung. Muss immer auf sein Bauchgefühl hören. Wenn man viel Bauch hat, dann hat man auch viel Gefühl. Nee, wir wollen doch jetzt wieder mein Bauch und ich in Richtung Fluss gehen. Derselbe Abschnitt, wo wir heute ganz früh waren. Allerdings hoffe ich, dass hier keine Wasservögel brüten, sodass wir schön auf die Buhnen gehen können. Schauen, vielleicht einen guten Zander zu erwischen oder vielleicht noch einen Barsch. Und vorher noch einmal gut einschmieren, weil bei den Temperaturen ist Einschmieren ganz, ganz wichtig. Am besten Sonnenschutzfaktor 3 Millionen. Da passiert auch nichts. So, ich nähere mich mal ganz ruhig der Buhne. Brille auf. When I cast, the wind is taking my line out. And I want to be more straight to be able to control my my drop. So what I do when I cast, immediately I reel back and try to put everything in line. That's something you need to keep in mind when you fish with the wind, a lot of wind. Try to put as much as possible your banner in line. You will detect much more the bite, because if you get this bend, if it's bending like this, you are not going to get the bite, and on the hook set also you are not going to be very efficient. So even if you lose a little bit some meters, you're gonna feel much better the detection of the bite. Ja, Fisch! Beim Absacken. Das ist ein Barsch. Der ist besser. Der ist besser. Der ist besser. Yes. Kein Monster, aber ich glaube wieder ein schöner Barsch. Oh ja, da kommt er. Vorsichtig drillen. Jawohl, ich habe ihn. Jawohl. Die Scale ist noch nass vom letzten Fisch. Yes, der ist über 30. Oh, beim Absacken. Oh, mein Lieblingsrig hat wieder zugeschlagen. Das Jigger-Rig hier am Titan. BKK Nemesis 1.0. Neuke Macho Beat drauf. Und das Ding schnell gejiggt über Grund. Immer eine Bank für einen schönen Barsch. Schön trocken die Sau. So, die Scale nass machen. Und jetzt können wir den Jungen einmal messen. So. Vorne dran und hinten. Ja. Da, bis halb aufgerundet, 35. Passt? Sehen wir viel zu selten beim YPC. Vor allem in hindernisreichen Abschnitten und dichtem Kraut ist das Jigger-Rig eine tolle Alternative zu den bekannteren Finesse-Rigs und bringt Flo hier nicht umsonst diesen stabilen Barsch. Damit ist auch für ihn die Full Card zum Greifen nah, weil bei ihm die Fischart egal ist, jetzt sogar näher als Enrico. Der zeigt sich bisher aber nicht allzu beeindruckt. Ja, gut für Flo, schlecht für mich, aber
Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30 macht mir alles noch keine Angst. Also 40 plus jetzt zwei Stück, das wäre ein hartes Brot, aber ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber kann natürlich passieren, wenn er einen guten Barschplatz hat. Wobei tendenziell dann ist das ja meistens ein Platz, wenn du so Mitte 20er, Mitte 30er hast, so, dann ist das ja tendenziell öfter ein Platz, wo mehr von dieser Größe gehen und es sehr schwierig wird, einen starken 40er zu fangen. Also 43, 45, sowas. Ne? Aber kann natürlich sein. Also, manchmal stehen die Biester ja doch zusammen. Aber das sieht man heute auch. Also bis jetzt sind hier nur kleine Barsche aktiv gewesen. Ich hoffe, dass sich das noch ändert. Deswegen angle ich jetzt die Strecken hier bis zum Bubenkopf auch mit unserem Multivibe aus. 1-0er, getrailert mit einem abgeschnittenen 7er Köfi Perchet und hinten ein kleines Colorado Blade reingedreht. Einfach um so einen doppelten Effekt zu haben. Vorne Vibration, hinten Vibration und Rotation und dann auch eben noch ein bisschen Glanz hinten auf dem Spinnerblatt. Das ist nicht meine Erfindung. Ich habe einen Tipp bekommen aus der Schweiz. Erfinderisch, diese Schweizer. Eulerische Kreisgleichung, Ricola Bonbons, Bircher Müsli und jetzt das. Mal sehen, ob's fängt. Jonas bleibt an neuer Stelle bei altbewährtem. Ja, wieder 1 Zentimeter gut gemacht. Es darf jetzt gerne der Dicke kommen. Aber Fisch ist Fisch, man freut sich ja. Und weg ist er. So this isn't really working out the way we wanted to so far. And that makes me doubt a little bit what I should do. But I think we should do for sure is just go to I've got a few other bridges which I want to try. So let's do those, and if those don't produce, then we'll find a completely different plan for the last 2 hours. But yeah, I feel we should be able to get a few perch here. It's ridiculous that it hasn't worked out yet, so it's becoming a matter of honor as well. So let's go get some perch. Sizeable. Yes, Papa. Yeah, really heavy. Really heavy. Oops. There are fighters in the stream. Yes! Yes! Woohoo! Now we start to talk. Slowly, slowly. We're getting there. Fifty-two. Yes! Yeah, really precise. They are really in those holes in the sand, and depending on the stream, which is moving a lot, depending on the boat coming in and out, it's sometimes you just pass above, and sometimes you manage to fall into it. And I know that because I've been covering the zone with the deeper sonar during training, and I've noticed all those holes. So it's here in one spot is many spot in the spot. So that's interesting. And yeah, I'm gonna keep doing it. Mit dem Deeper vorgearbeitet. So, so. Fritz Akribie zahlt sich also endlich aus. Während er die rote Laterne an Alex weitergibt, arbeitet Flo emsig an Wertungsfisch Nummer 6. Nein! Ah, Biss! Die sind noch da, die Jungs. Die sind noch da.
Die kriegen den nicht weg. Die knallen nur auf den Schwanz. Ich gehe mal noch mal eine Größe runter. Das war ein Barschbiss. Ja, Fisch. Beim Absacken. Nein, ab! Nein, das war ein Barsch. Das war ein Barsch. Ah, den hat er wahrscheinlich schlecht zu packen bekommen beim Absacken. Ja, nein, schon wieder Biss. Ich nehme einen Dropshot jetzt, das gibt's ja nicht. Kriegen die den Köder nicht rein? Das sind so harte Bisse da unterm Baum. Alter Schwede, ey. Fisch. Nein, ab. Ah, ich drehe durch, was ist denn das jetzt? Ey. Jetzt guckt euch das an, den kompletten Köder runtergezogen. Ah, die sind da, aber die beißen unglaublich spitz. Und die wollen aber trotzdem was so aggressiv geführtes wie so ein Jigger-Rig. Dropshot wollen sie nicht. Gummi hauen sie auf den Schwanz. Da brauche ich jetzt ein bisschen Glück, dass da einer backen bleibt. So, mal ein bisschen tiefer probieren, vielleicht steht da ein größerer. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, diese Strecke nicht mehr weiter fortzuführen, sondern eher wieder zurück zu angeln. Das aber ein bisschen schneller als hin natürlich. Ich werfe einfach ein paar reine Barschköder, muss man sagen, wobei man natürlich auch immer einen Beifang haben kann auf sowohl den Multivibe als Chatterbait oder eben auch hier den kleinen Crank. Also ich habe jetzt hier einen Salmo Perch drauf. In einer recht auffälligen Farbe. Ich möchte halt so viel wie möglich Aufmerksamkeit erregen, weil ich glaube, dass die Fische jetzt gerade sehr, sehr träge sind. Was aber nicht heißt, dass die nicht doch zu verlocken sind, irgendwie zu beißen. Also deswegen relativ schnell auch schön über den Boden kratzen, hier aus der flachen Mitte heraus bis hier vorne an die Steinpackung. 4, 5 Würfe und das war's. Und dann nächste Buhne. Vielleicht ist ja irgendwo ein aktiver Barsch unterwegs, wobei das jetzt, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer ist. Also es scheint wie ausgestorben, wenn ich sage, aber es scheint sehr, sehr ruhig zu sein im Moment. Aber Petri Fred, seine ersten Fische im Scoreboard, 2 Zander, auch beide Ü50, also immer mit allem und allen zu rechnen. Ja. Macht's nicht einfacher. So this is where the desperation starts in a little bit. So we'll see if we can get a small perch under the bridge. And hopefully we'll get a fish here. If not, I don't really know what we're gonna do, but we'll come up with a plan C, D, where are we at the moment? And F, G, I don't know. We're fishing the entire alphabet. If we get a fish, then we're gonna do something else and we're gonna go for a Zander. So I'm just gonna go with a small V-tail and do some drop shotting under the bridge and hopefully we'll get a fish here. It won't be 22, but we'll net it for the show. Really small perch, but I will put it on the mat. Nice rod holder. It's far off, right? Yeah. It's 22. It's 19 and a half. So 20, so you are too small. Go get your grandmother. Ah, God, but at least we've got a fish. And in a school like that, I mean, for me today, it's got to come down to just scrambling some points here and there. So we'll take that, we'll fish on, and we'll hope that there's one that's 22, 23, and just to get some points on the board. So what we'll do is we'll leave this one like that and keep fishing. I wanted to throw it back, but I mean, it's just good to check it.
I find it easier to say if I purchased, say, 40, 41 or 42 than 21 or 22. Gleich noch ein Mikrofon suchen, was wir verloren haben, aber wir haben noch ein bisschen Saft für die letzten zwei Stunden und dann doch zum Kanal. Guck mal, ob das richtig gut dran ist jetzt hier, das Gebremsel. Ich glaube, dabei reiße ich mir das immer runter irgendwie. Ja. Ich glaube, das war's. Kommt mit! Yes. Aber das wird jetzt grenzwertig mit einer Verbesserung. Das Gel habt ihr ja gesehen, gerade schön nass. Ne. Irgendwo 28. Aber immerhin mal ein Lebenszeichen. So, wir lassen den Platz jetzt erstmal in Ruhe. Wir fangen jetzt quasi wieder ganz vorne an. Da, wo vorhin die Sander kamen, die Kleinen. Aber ich vermute auch immer noch, dass da ein Bar steht und den wollen wir uns jetzt abholen. Also wir machen jetzt wirklich wieder jede Etage nochmal von vorne. Dann hat der Platz jetzt hier nochmal eine gute Stunde Zeit. Also ich habe mich entschlossen, wir bleiben hier. Hier ist die Chance auf den Barsch und auf den Zander, die müssen wir upgraden. Wir haben eben mal gerechnet. 31er Barsch würde der kleine Zander rausfliegen. Ziel ist es irgendwie, einen Fisch von 70 Punkten zu fangen. Das wäre nochmal geil. Beim derzeitigen Stand sicher ein guter Ansatz. Sollte Jonas die beiden kleineren Zander noch etwas verbessern können, hätte sein Board schon nach Tag 1 keine eklatanten Schwächen mehr. Und egal welche Art, an seinem heutigen Setup bringt wohl jeder 70-Punkte-Fisch Spaß. Ja, ich wollte euch noch mal kurz was über das Setup, was ich fisch, sagen. Ich fisch relativ leicht. Hintergrund ist, die Spots, die ich heute ausgewählt habe, sind alle Spots, wo du relativ nah dran fischst und relativ dicht drauf die Fische auch kriegst. Deswegen habe ich diese leichte Purple Haze mir eingepackt, beziehungsweise fische ich heute. Das ist eine 1,98er, hat ein Wurfgewicht bis 18,5 Gramm. Klar ist es für Zanderangeln, fürs gezielte Zanderangeln ist es ein bisschen unterdimensioniert, aber gerade weil ich hier auch immer wieder mit Barschen rechne, ist das einfach die beste Wahl gewesen. Also fische ich gerne, habe da eine 1500er Smoke drauf. Damit lassen sich diese Gummis von, keine Ahnung, 2,4 Inch bis 10, 12 cm immer noch problemlos werfen. Wir haben ja auch keine großen Tiefen, maximal mal einen 10 Gramm Kopf. Daher bringt es auch einfach Spaß, damit zu angeln. Schockt einfach, kann ich euch nur empfehlen. Also es ist eine schöne, leichte Route. This one was on top of the shoulder. I almost didn't feel the bite. Fuck! Ah, this is not possible. Losing time in the morning and losing fish in the afternoon. Give me a break. I don't think so, but yeah, no. No way. Come on. So I think I know where they are now. Let's check if there's not a sizable in the middle of those small ones. I got a short bite right before. And yeah, I'm fishing a deep hole, deeper hole. It's like 2.5 meters right away.
And look like they are hiding there. So Leute, ich habe jetzt auf eine etwas weiche Route gewechselt. Wir hatten ein, zwei Aussteiger gehabt, weil die recht spitz beißen, die Barsche. Gucken, ob es mit der besser läuft. Das ist jetzt eine Lucky Luke vom Bullseye. Und habe dann eine Stroft S1 drauf. Eine ganz, ganz glatte, weiche Schnur, mit der man extrem weit werfen kann, weil ich will hier gleich unter die Brücke werfen. Und hoffe, dass da der ein oder andere Barsch sich versteckt. Schauen wir mal. Oder Zander. Da war schon ein Biss. Beim Absenken. Ja. Den Köder runtergezogen. Ja, da. Oh, Leute. Beim Absenken schon ein Biss. Ja, gleiches Spiel. Die Fische stehen richtig weit draußen in den Löchern. Die haben gar keine Lust anscheinend in die Sonne zu kommen. Gucken, da ist auch ein bisschen Schatten. Wir machen jetzt hier die letzten Würfe, aber wir werden jetzt gleich wechseln und auf Hecht angeln. Ich habe gestern noch einen Platz trainiert, da hatte ich zwei. Ich habe allerdings mit verdeckten Haken geangelt, das heißt, die Fische haben nicht gehangen. Ich habe die auch dann ausschütteln lassen. Wenn sie noch da stehen, haben wir eine gute Chance, die zu fangen. Zumindest einen. Mal sehen. Das ist halt, ja, das ist das Glücksspiel am Ende, ne? Ob das nun passt oder nicht, wird man dann gleich irgendwann sehen. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verzockt, hier zu lange zu bleiben, um noch einen größeren Barsch zu fangen. Weil ich eigentlich in Zone 4 auch noch einen guten Barschspot habe. Und deswegen war das jetzt, glaube ich, der letzte Wurf. So sieht er also aus. Der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 Euro. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lootop aber ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Luredrop ist für alle geil. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Luredropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français. Luredrop est maintenant disponible en France sur le site luredrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. So just prepping now for the last spot or second to last spot. So I'm going I'm taking two rods here. One with a slim soft bait to cast and hopefully catch something like a perch or a zander. It's a good zander spot, so hopefully zander. And I'm taking another rod with a crankbait, and what we're just going to do is just walk the entire stretch here, see if we can get a bite, walk it back, get some few casts, and then I've got one final spot up my sleeve where hopefully we can get some fish. So let's give it a go. Had some food, had some drinks. So, yeah. Not super confident that's after such a long day with bad fishing. We've had quite a good plan so far, or at least in training it was a really good plan. Execution was not as we expected it to be, and that's I find that really difficult, because usually, I mean, if half of the spots were produced, now, even a fourth of the spots, we'd have two fish now. I'd be fairly confident that I could fill my card on the next day.
But yeah, it's not meant to be so far. So all we can do now is just keep fishing. Wie so oft kommt es im Turnier anders, nur hat Alex diese Erfahrung eben noch nicht gemacht. Aber vielleicht geht ja jetzt was. Ja. Oh. I mean, it's definitely not the size that we want. But it's a fish. It's 32. So we'll put it back real quick. So at least it gives a little bit of confidence that on the first cast we get a fish. And let's keep trying. Yeah. Well, second fish here. Same spot. It's another baby sender. Oop. And we'll just release him real quick. At least we're getting some fish now, and it's nice for it's nice content, but it's not really what we want. Unser Turnierdebütant wird von untermaßigen Fischen verfolgt, aber auch bei der erfahreneren Konkurrenz läuft es seit Mittag wesentlich zäher als noch in den Morgenstunden. Hat hier noch einer etwas im Petto, um die besseren Räuber aus der Siesta zu holen? Der Tod einer jeden Fiederrutenspitze. Ein Stückchen zur anderen Stelle. Hier liegt erst so viel von dem Samen auf der Oberfläche, von dem Pollen. Das ist echt, man kann nicht mal richtig schmeißen, weil alles komplett hier die Ringe versetzt. So. Nicht weiter schlimm. Wir fahren jetzt dahin, wo wir den Barsch heute Morgen gefangen haben. Vielleicht stehen ja noch mehrere da. Oh. Kaputt. Also hart arbeiten, ey. Boah, für ein paar Fische. Unglaublich. Dann dieses blöde Zeug auf der Oberfläche. Wir haben noch eine Stunde. Kameramann, let's move. Ja. No size. But there. I found them. Okay, let's go for the big one. It's really crazy. It looks really calm, like no stream. And in fact, it's a lot of stream. And it's very difficult to fish with the rock ahead because the stream, since it has a very large face, the stream take it away and it's difficult to control. But I'm gonna give it a try because I would like to have a different presentation of the bait, like moving sand on the bottom a lot. And we can see also with the stream, the sand is making the water dirty. And we have a mix of dirty and clear water on this spot. And I think that's the reason this fire tiger was, this lemon color was the best for the moment, because it's visible out all time. In the summer, more and more UV are really bad. And really think about wearing this kind of a UPF 50 protected protecting clothes. It's really cool. You don't sweat in it. It's really light. Yeah, at Adventure Fishing we have a full range. Check it out. Shorts, same UV protection. And especially if you have tattoo, protect them. That's protecting your skin is very important. So think about it and check it out. Yeah, fish. Zander. Schöner. Oh ne, doch, gar nicht so groß, wie ich erst dachte. Na, ja, jawohl. Ah, da ist sie, Leute.
Ich glaube, der hat's. Das ist die Full Card. Hammer. Der ist nass. So. Nee, der hat's nicht. Der hat's nicht. Ah, Scheiße. Weißen Spitz. Ja, jetzt aber. Der hat's, der ist gut. Der hängt doch gut. Oh, Mann, der haben die Kraft jetzt hier. Oh. Nein, komm zum Dropnet. Ja! Yes! Und der hat's. Der hat's. Ja, Mann! Oh, nachdem ich eben einen verloren habe und im Untermaßigen. Endlich noch ein Zander. Drei Würfe, drei Bisse, zwei Fische. Yes, ich komme mal rüber. Oh, der hat's. So, Leute, einmal schnell die Scale. So, dann machen wir einmal nass. So. So, legen wir mal den Kescher einmal rauf, dann ist sie ein bisschen nass. So, Haken ist auch schon raus. Oh, da ist er, kein Monster, aber ein schöner Zander. Den messen wir jetzt schnell und dann darf der zurück. Jawohl, so ist dran. Und kriegt er den halb, kriegt er nicht. 51, nee, 2, warte, nee, 51. 51, genau. Dann setzen wir den mal zurück. In sein kühles Element. Oh, das Wasser ist angenehm kühl. Ich wäre auch gern ein Fisch. So. Oh, und weg ist er. Geile Meile. Das ist sie, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Die Full Card. Oh, meine erste Full Card. Yes! Gratulation, und diese Full Card ist auch absolut verdient, denn Flo hat sich hier bisher wirklich sehr variabel und, wenn man mal auf seinen Anschlag achtet, extrem reaktionsschnell gezeigt. Platz 2 ist erstmal gefestigt und auf knapp 420 Punkten lässt sich gut aufbauen, vielleicht ja sogar an gleicher Stelle. Ja, Leute, wir haben jetzt ein paar Zander gefunden, und zwar, was ich hier mache, ist, ich fische einen relativ leichten Bleikopf. Und ich lasse den trotz einer 2.500er Rolle nur mit einem Sprung, also mit einer Umdrehung über den Grund hüpfen, um ganz kleine Sprünge zu machen. Das ist gerade, wenn die Fische passiv sind, wenn das so warm ist und die Sonne so stark blendet, oft eine gute Methode, um auch faule Zander ein bisschen munter zu kriegen und sie zum Biss zu überlisten. Manchmal beißen sie dann spitz, aber immerhin schon mal ein Biss ist ja auch gut. Katastrophe ist passiert. Mein Google spinnt irgendwie in den letzten Tagen richtig hart und hat mich schon ein paar Mal echt hängen lassen. Jetzt irgendwie habe ich den Punkt eingegeben, wo ich hin wollte zum Hechtfischen, und der war eigentlich auch gar nicht so weit entfernt, aber ich habe irgendwie nicht so richtig drauf geachtet und bin jetzt einfach, also Google hat mich einfach zu irgendeinem falschen Spot gefahren, ins Zentrum von Utrecht, wo ich gar nicht hin wollte. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, wo ich eben da war. Und ich meinte noch zum Kameramann, hey, das kommt mir irgendwie komisch vor. Zentrum Utrecht, überhaupt nichts mit zu tun. Ja, Ende vom Lied ist, dass wir jetzt, ich denke, eine Dreiviertelstunde Angelzeit verlieren. Und das ist natürlich super für die Moral. Gefühlt eine halbe Katastrophe. Also am Ende bleiben uns, wenn es jetzt alles gut geht und wir nicht in irgendeinen bescheuerten Stau kommen, bleiben uns knappe 40 Minuten. 35, bis wir am Spot sind, 35 Minuten zum Hechtangeln. Und eigentlich war der Spot nicht weit weg, 20, 25 Minuten vielleicht. Ich habe gedacht, vielleicht ist irgendwo ein Stau oder eine Unterbrechung unterwegs. Deswegen, als der Kameramann meinte, ja, so war eine sportliche Nummer hier, 45 Minuten, habe ich gedacht, ah, fuck, ey, irgendwas ist vielleicht unterwegs nicht in Ordnung, aber Google hat es einfach abgefuckt. So, die letzte Dreiviertelstunde ist jetzt angebrochen. Wir versetzen uns jetzt noch mal ein Stückchen, machen überall jetzt noch mal, ja, eine Viertelstunde ungefähr ein paar Würfe, und dann war es das schon mit dem ersten Tag.
Schauen wir mal. Ich hoffe noch einfach auf einen Fisch, den wir in die Wertung bringen können. Aber ansonsten war es eigentlich ein ganz guter Tag. Also es sind ja viele Fische gekommen jetzt. Leider nicht die größten, aber haben wir noch einen zweiten Tag. So a little bit last resort. We're going a little bit heavier and a little bit bigger. Just to see if we can get that slightly bigger fish. That can hopefully save the day, because I mean, it ain't over till the fat lady sings, as they say in England. And if we get a nice 60 zander now, the world will look completely different in 2 days. So, du hast mir heute gute Dienste bewiesen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Dienste dazu. Der Nachmittag ist ziemlich enttäuschend. Keine Strömung. Auf dem Niederrhein deutlich weniger Biss. Ich habe einen einzigen Fehlbiss gehabt auf dem Gummi. Einen noch ein Fehlbiss jetzt hier auf dem Wobbler entlang am Kanal. Ich bin jetzt an meiner Stelle, wo ich den schönen Barsch gefangen habe von heute Vormittag. Und mal schauen, ob wir hier noch vielleicht einen Fisch verhaften können. Ansonsten muss ich die Fische halt am nächsten Tag fangen. Und das ist am Donnerstag. Schauen wir mal. Aber schön wäre, wenn man ein bisschen entspannter in den nächsten Angeltag gehen könnte. Oh, maybe the size. No, no, 40. You need to grow. So maybe you found it boring that I didn't change many lures today, but in the headbanger I don't have a small shad, so I'm fishing with a grub tail. I could have used the banger lizard or the banger bug, but I lost a lot of time this morning, and really I don't feel like changing. And all my bite, most of the bite came from this fire tiger. Every time I tried to change, because I was having short bite and tried to get them on another color, I didn't get much result. So really, even if I don't like it, what was the most efficient today was this color and this lure. Knapp, aber wenn nur. Nein, Scheiße, das Seil ist zu lang. Oh, wenn ich den jetzt verliere, was meine eigene Schuld. Ah, Glück gehabt. Oh, das könnte knapp werden. Das wird eine knappe Geschichte. Messen wir den mal und dann schauen wir weiter. Doch. Nein. Hier. Doch, der hat's. Ha, hätte ich gar nicht gedacht. Sogar größer als ich dachte. 45. Freue ich mich doch, dass der wahrscheinlich den kleineren Barsch rausschmeißt aus der Wertung, den ich heute gefangen habe. Hammer. Punktlandung oder eher Halbpunktlandung. Denn mit diesem Zander verbessert sich Flo exakt um 0,5 Punkte. Inzwischen ist Enrico nach seiner Odyssee endlich angekommen und hat es jetzt natürlich eilig. So, mehr kommt nicht mit. Der kommt dran. Super Platz. Also das ist richtig, richtig hechtmäßig hier. So, die letzte Viertelstunde läuft. Ich bin jetzt hier nochmal auf den ersten Platz quasi zurückgegangen. Den werde ich jetzt noch 15 Minuten beangeln und dann war's das. Also der Einzige, der jetzt nochmal ein bisschen was eingereicht hat, war Flo. Ich glaube, der hat sich mit dem Zander ein bisschen abgegradet. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Überblick mehr. Ich weiß nicht, wer was hat. Und ja, werden wir heute Abend sehen bzw. erfahren. Ich versuche jetzt noch einen Fisch zu fangen. Mal gucken. Also war jetzt die letzte halbe Stunde, Stunde war einfach gar nichts mehr. Aber es würde ein Biss reichen, der nochmal alles ändert. Och, fuck.
Ja, den Zander habe ich jetzt echt hart trainiert nach letztem Jahr. Scheint erfolgreich gewesen zu sein, das Training. Endlich mal ein Zander. Letztes Jahr hat es ja nicht geklappt in der Hitze mit dem Zander. Dieses Jahr umso besser. Ja, Fisch! Fisch! Und der ist gut! Der ist gut! Der ist gut. Der ist 50. Ja! Ich hab ihn! Die Brücke ist on fire! Yes! Der nächste Zander. Und der ist besser. Der ist besser. Den Gummi voll weggenommen an meinem BKK Jighead. Bisschen zerdellt schon von der Brücke. Hammer. Scale ist nass. 52,5, also 53 aufgerundet. Geil. In der Schlussphase ist es eine One-Man-Show. Nochmal ein gutes Upgrade für Flo, der sich damit ganz dicht an Jonas heranschiebt. Ganz stark. Den letzten Fang des Tages beansprucht allerdings jemand anderes für sich. Eine Blume habe ich gefangen. Ach, wisst ihr was? Das war's. Die schenke ich euch fürs aufmerksame Zusehen. Und ja, ist das so schön? Wäre Fahrradkette? Nein, hätte Fahrradkette. Ein richtig schöner Fisch hätte mir noch gut getan. So gehe ich mit 3 Fischen in die Pause. Hoffe, dass der zweite Tag deutlich mehr bringt. Ich brauche zumindest noch 3 Fische. Wäre schön, wenn es noch 3 gute sind. Keine Ahnung, auf welchem Platz ich stehe. Ich denke mal, letzter, vorletzter Platz. Aber wie gesagt, einen Tag haben wir ja noch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euren Support und bis bald, euer Didi. Tschüss. Guys, that was a tough day for me. Got fun this afternoon, but not enough. The fish that I lost cost me a lot of points because it was a sizable fish. And yeah, I'm a little bit sad about this morning. Really making this mistake as a beginner, not being on the right spot because I didn't really look at the map or I don't know what how I end up with this spot on the wrong zone for me. But anyway, my fault. And after, yeah, too much time traveling, changing spot, bad decision. But finally, yeah, we catch up a little bit. We have 2 zander. It's never finished until the end. So yeah, congrats for the other guys. Now we're gonna go blind on the next day. And yeah, let's hope I go to the qualification round one more time, saved by the gong. Das war der Glockenschlag. Es ist vorbei. Die Glocke schlägt 17 Uhr. 16 Uhr. 17 Uhr. Ich mach den Wurf noch zu Ende. Zählt zwar nicht mehr, aber. Nee, der ärgert sich mal nur. Ja, erster Tag. YPC Bank. Saustark angefangen, finde ich. Also. Dann ging es weiter eigentlich ganz gut aus, war der zweite Platz. Aber jetzt die letzten 2-3 Stunden war echt mau. Also es war ja viel Fisch eigentlich. Also ich habe nicht mitgezählt. Also 15 Fische waren es auf jeden Fall. Jetzt muss man upgraden. Prinzipiell habe ich das, was ich wollte. Ich wollte eine Fullcard haben und hat geklappt. Jetzt möchte ich irgendwo so einen Mitte 70er Schnitt gerne. Ja, danke fürs Zuschauen. Seid gespannt auf die nächste Folge. Well, we have fun together, me and camera guy, Eric, and so as I said at the beginning, today was more damage control. So we've caught a nice nice fish, we've caught a few undersized fish, which at least, you know, put a bend in the rod. And then in 2 days, and I don't want to put pressure on myself, but I can fish my home stretch. We've got a solid plan there, and hopefully we'll get some nice zander on the shore. So I'll see you then. Enttäuschend und hektisch am Ende. Ja, also diese Verfahrerei da war natürlich das Allerschlimmste, was mir hätte passieren können. Nichtsdestotrotz, 5 Fische waren das Ziel eigentlich für heute, das Tagesziel. Das habe ich erreicht, auch 2 Arten. Der Barsch ist ein bisschen klein. Den gilt es morgen auf jeden Fall rauszuschmeißen durch einen größeren Barsch. Aber erstmal muss ich dann ja, in der nächsten Folge auf Hecht angeln.
damit ich meine Karte irgendwie voll bekomme. Und das ist natürlich alles andere als einfach, zumal es auch sehr warm werden soll. Nichtsdestotrotz, die Polder sind jetzt noch nicht so ganz warm. Kann schon sein, dass man irgendwo was Gutes findet, wo man dann echt in der ersten Stunde oder sowas einen Hecht fangen kann. Und dann würde ich mich tatsächlich wahrscheinlich recht schnell dem Barschangeln widmen. Vorausgesetzt, man fängt den Hecht. Er meldet sich ja auch nicht mal freiwillig. Aber sollte er das doch tun, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Und deshalb würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Die erste, na, nicht die erste Episode, aber der erste Tag der Gruppe D ist vorüber. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei denjenigen, die mir geholfen haben, hier in der Zone ein bisschen zu trainieren. Natürlich aus dem Team LMAB und natürlich auch Tipps von anderen Leuten. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und auch vielen Dank an Micha, der uns tatkräftig zur Seite gestanden hat heute. Und getrost dem Motto, was auf dem T-Shirt steht, Peace, Leute, ich bin raus. Für dieses Mal, aber nicht fürs nächste Mal. Bis dann. Ich denke, alles in allem hat Micha hier einen guten Angeltag erlebt. Bei den Fischgrößen ist sicher noch ein bisschen Luft nach oben. Trotzdem sind wir hier nach Tag 1 schneiderfrei und mit Jonas und Flo thronen derzeit zwei Angler mit einer Full Card an der Spitze. Für Enrico ist der Nachmittag eher unglücklich gelaufen. Sollte es aber am zweiten Tag zeitnah mit dem Hecht klappen, stehen für ihn die Chancen aufs Weiterkommen trotzdem sehr gut. Das gilt auch für Didi. Er hat von allen drei Zielfischen bisher jeweils den größten fangen können und kann sich den Wunsch Zielfisch am zweiten Tag frei aussuchen. Einen magischen Tag. Zwei benötigen hingegen Fred und Alex. Bekanntlich ist der Franzose aber ein herausragender Comebacker und Alex fischt, wie bereits gehört, seine Hausstrecke. Insofern, in dieser starken Gruppe wird es noch richtig spannend werden. Zunächst aber zeigen wir euch erst einmal die anderen Gruppen und zwar für die nächsten vier Wochen im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus. Das bedeutet, es geht schon in wenigen Tagen mit der ersten Hälfte des zweiten Angeltages in der stark besetzten Gruppe A weiter. Schaltet also am Donnerstag um 20 Uhr wieder ein, lasst uns ein Like da und uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und wer dieses Projekt darüber hinaus supporten will, macht seinen nächsten Angeleinkauf entweder online bei hecht-und-barsch.de oder besorgt sich LMAB-Produkte im Fachhandel. Ciao!